Meine Damen und Herren, wir spielen Civilization 6, neuer Stream auf Twitch, mittlerweile am 15. Dezember 2023. In irrem Tempo rasen wir dem Forschungssieg entgegen und hoffen mal auf eine gute Zeit. Wir beginnen mit 431 Forschungspunkten pro Runde, ein Raumhafen hier vorne im Bau und so weiter. Im Chat haben die Leute auf Twitch, wir zeichnen auch für YouTube, sich gerade Gedanken darüber gemacht, was eine Kanalwette sein könnte. Darf ich euch einen Vorschlag machen? Der Civ-Teil des Streams heute ist verkürzt. Der dauert nur eine Stunde und 18 Minuten. Ihr könntet als Kanalwette zum Beispiel machen, wird WB heute einen Raumhafen schaffen? Also innerhalb von 19 Runden. Wird WB den Raumhafen abschließen innerhalb in den nächsten bis 21 Uhr de facto. Das würde ich euch als Kanalwette vorschlagen. Wenn ihr euch traut, meine Damen und Herren, wenn ihr dabei nicht vor Furcht weint, ob ihr sowas darauf wetten sollt oder nicht. Wir machen mal eine Runde weiter, um euch ein bisschen Druck zu verschaffen hier. Doc Engineer schreibt, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob wir überhaupt nur eine Runde schaffen. Dieser WB scheint in Plauderlaune zu sein. Echt? Es reicht, wenn uns nur eine Fraktion den Krieg erklärt. Zinker, zinker, die Portugiesen. Dann sicher nicht, da muss man viele Einheiten schubsen. So Leute, weiter hier. Schaut mal, wenn die KI viele Apostel sieht, alles Einheiten, die wir beobachten, das geht alles auf eure Zeit runter. Alles geht auf eure Zeit. Ja, also mindestens eine Minute lang gucke ich nur zu. Die Frage ist, kann ich überhaupt, in wie viel Sekunden brauche ich pro Runde im Klick, wenn zwischendurch die KI eine Minute lang Apostel hin und her bewegt? Erfolg, ein Technikbonus wurde gestohlen. Eine Eureka wurde gemobst von den Kompositwaffen. Wir rekrutieren Nikola Tesla, ein ziemlich langweiliger Ingenieur, den wir zweimal einsetzen können nachher, weil wir noch ein Weltwunder errichtet hatten. Da ist ein Siedler. Der Siedler geht einmal ins Wasser und zieht gleich mit zwei, mit den beiden hier gleich noch in der Gegend lang. Zeige ich euch gleich auch noch. Dann machen wir Schiffchen, die ihn begleiten. Die Panzerschiffarmada würde ich gerne hier lassen. Wir könnten eine Flotte machen aus zwei Freibeutern. Eine Fregatte, ein Freibeuter. Wo haben wir noch einen zweiten Freibeuter? Nirgendwo. Pff. Nirgendwo ist mal doof. Ist ja denn kein Freibeuter mehr? Da ist ein Freibeuter. Den schicken wir. Ah, die haben die gleiche alte Gold von Seekämpfen. Auch Gold von Seekämpfen. Ich hätte lieber einen Freibeuter mit einer anderen Beförderung. Oder wir schicken nur eine los und verschmelzen den nachher mit im Freibeuter, der in Cardiff ist, der dieselbe Beförderung hat. Das ist ja vollkommen witzlos. Dann bilden wir mit ihnen gleich eine Flotte. Der bitte hier vorne runter. Unterseeboot machen wir gleich draus. Das können wir machen. Kostet sehr viel Geld. Kostet ein Öl. Drei Öl pro Runde. Man kann innerhalb der eigenen Geländefelder, machen wir nächste Runde. Wir schicken den ein Stückchen vor. Bis hierhin, die beiden verschmelzen bitte miteinander. Freundschaft mit Ludwig erneuern wird sich im Chat gewünscht. Einmal eine Freundschaft. Hallo lieber Ludwig. Einmal Grenzen verkaufen. Ei, ei, ja, ja, ei, ei. Und Möhren und Kohlrabi und Brötchen. Ah, guten Appetit beim Frühstück. Ei, ei. Ich weiß auch nicht, warum der mir immer Lebensmittel an den Kopf wirft, keine Ahnung. Vorschlag nehmen wir an. Ja, ein Ei oder zwei, wie du möchtest. Guten Appetit. Komischer Typ. Dann gehen wir wieder in die Allianzen rein und wir wollten mit ihm eine, was hatten wir mit ihm für eine? Eine Wirtschaftsallianz, die machen wir nochmal. Und lassen uns Gold dafür zahlen und raus. Er sagt Hai und nicht Ei, heißt es im Chat. Ich höre eindeutig Ei. Außerdem, warum soll er Hai sagen? Das ist vollkommen Quatsch.
Das ist doch nicht deutsches Kulturgut, Haie zum Frühstück zu essen. Kann nur ein Ei sein. Kennt ihr irgendeinen Deutschen oder einen Bayer, er kommt ja aus Bayern, der Haie zum Frühstück genießt? Es kann nur ein Ei sein. Ei oder ein Brötchen. Also er erzählt echt Humbug hier. Totalen Unfug. Eine Linieninfanterist einmal, Linieninfanterist zweimal. Nee, wollte nur einen mitnehmen, ne? Einen nehmen wir. Nee, wollte noch einen mitnehmen. Das ist ein Musketier. Teurer Spaß. Wir könnten die auch eine Karte reinnehmen, mit der das Befördern billiger ist. Nächste Runde, vielleicht sparen wir da sogar Geld mit. Gebratener Hund schreibt, ich komme aus Regensburg, hier gibt es gerne mal Hai-Kaviar in gehobenen Kreisen. So, wir schauen mal die Kanalwetter uns an. Wird WB einen Raumhafen bauen zum Streamende? Ja, bestimmt, nein, niemals, ist die Kanalwetter. Ihr könnt oben eure Kanalpunkte investieren und ihr dürft mich auch nicht ablenken. Kanalwette durchgeführt, kein Bonus aktiv, immer nochmal Quellen beschaffen. Oh, jetzt habe ich gerade vergessen, ihm die Beförderung zu geben. Machen wir gleich nochmal schnell die Kanalpunkte bitte investieren. Ein weiterer Linieninfanterist. Mr. Rollo, so kann man mich auch ausbremsen. Achtes Abo hier, liebe Grüße an dich, danke dir. Mit dem Militärpionier hatten wir hier eine Eisenbahnstrecke gebaut und wollten die noch fortführen, ne? Und dann haben wir Nikola Tesla, der die originalen Gebäude boostet in Industriebezirken und die geben mehr Produktion und es geht weiter. Hier haben wir ein Kohlekraftwerk, ne? So, das hier, nee, wir machen das natürlich da, wo wir den Raumhafen bauen, weil dann bekommen die Gebäude mehr Produktion. Einmal hier hin, einmal Aktionen durchführen. Dann haben wir den Militärpionier hier, der eine Eisenbahnstrecke bauen wollte. Genau. Hier lang, hier runter. Ah, na, links rüber geht's, genau. Einmal hier hin. Eine Runde weiter. Nein, niemals. Liegt deutlich vorne, ob wir bis zum Streamender, also bis um über den Daumen 21 Uhr einen Raumhafen gebaut haben. Also, wenn die KI so zieht wie gerade, wird schwierig. Das war gerade eine Runde. Und ich glaube, wir haben wie viele Minuten gebraucht? Etwa 5. Wir werden schon wieder gedisst von Johann, dem Portugiesen. Zweimal hintereinander? Der hat uns zweimal hintereinander gedisst. Der hat uns zweimal denunziert und beschimpft und beleidigt, bin in einer Runde. Das habe ich noch nie erlebt. Habt ihr das schon mal erlebt? Wir haben jemanden so wütend auf uns gemacht, der hat uns hintereinander zweimal beschimpft und vor der Weltgemeinschaft geschmäht. Also so viel Hass muss man sich erstmal erarbeiten. Krass. Was für ein Flegel. Der mag dich nicht, meint Regenbogen. Messerscharf analysiert. Sehr aufmerksam von dir. Wir mögen dich dafür doppelt. Vielen lieben Dank, sehr freundlich. Bau Militär und lösche ihn aus. Nein, dann haben wir keinen Forschungssieg. Wir gehen komplett auf Forschung. Machen wir nicht Speedy. Nein. Speedy, kann es sein, dass du ein portugiesischer Agent, ich will dich nicht diffamieren, aber kann es sein, dass du mit Johann unter einer Decke steckst, weil Johann will den Kultursieg haben und die einzige Chance, unseren Forschungssieg auszubremsen, ist es, uns in einen unsinnigen Krieg zu verwickeln, wenn wir keine Forschung haben wollen. Speedy, kann es sein, ist das ein Zufall gewesen? Oder willst du uns im Verbund und im Auftrag und im Lohn von Johann ja ablenken? Mich aus dem Konzept bringen? Ich will keine Verschwörungstheorien in die Welt setzen, aber Augen aufgepasst, passt auf Speedy auf. So, Campus ist da. Wir haben genug Geld. Mit dem Geld wollten wir aber gleich, ich glaube, wir wollten mit dem Geld Unterhaltungsgebäude bauen hier gleich. Die wir eventuell gleich brauchen, in dem Ort hier vorne, wo wir wegen des Raumhafens nur Dinge kaufen. Das machen wir hier rein.
Wir kaufen hier vorne ein Aquarium. Viele Bonusannehmlichkeiten. Einmal gemacht. Dann bauen wir hier die Bibliothek. Das geht fix. Dann ziehen wir mit dem Linieninfanteristen. Nächste Runde können wir Einheiten verbessern. Und wir haben bis hier, da könnten wir mal die Einheitenverbesserungskarte reinnehmen. Wie lange läuft denn die nächste Forschung? Ich würde es jetzt machen. Für eine Runde was rausnehmen. Wie viel kostet das? 490. Ich habe also das Geld, das ich gerade verjubelt habe. Also wir können es. Es wäre sparsam trotzdem. Da könnte nämlich ganz viele Einheiten mal. Nee, wir können die gar nicht verbessern, weil ich ja jetzt kein Geld mehr habe. Oh Gott, die Katze beißt sich in den Schwanz. Dann müssen wir die alle viel später. Wir können die auch nachher verbessern, wenn wir in Cardiff eine Station durch Cardiff machen. Weil mit Cardiff sind wir alliiert. Kanalwette geschlossen, 21% sind Optimisten und 79% meint unser Rind Corano sei ein Realisten und dem habe ich bedauerlicherweise nichts hinzuzufügen. Eine Stadt würde neben Monaco flippen. Ja, diese kleine hier von den Galliern. Also wenn die flippt, die wird nicht zu uns flippen. Das können wir knicken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ein weiterer Linieninfanterist. In einer Runde nach dem Bad könnten wir hier roden für einen Industriebezirk, ne? Ne, für einen Campus, der hier entsteht, genau. Machen wir nächste Runde. Eisenbahn weiterbauen, bitte. Dann Nikola Tesla hat hier einmal schon die Sache durchgeführt. Jetzt beamen wir uns noch zu irgendeinem anderen Bezirk hin, den wir boosten wollen. Rom boosten. Ja, warum nicht einmal zu Rom rüber boosten? Ist immerhin die Hauptstadt. Ah, hier kommen wir gerade nicht rein. Dann müssen wir sie mal kurz schieben. Einmal boosten, einmal beamen bitte, einmal hier hin. Dann weiter alles hier vorne bauen. Eisenbahn bauen, eine Runde weiter. Eine Stadt hätte angeblich keine Energie, weil der Hafen noch nicht fertig ist und weil dann keine Hafengebäude dort stehen. Die geben uns dank Cardiff gleich auch Elektrizität oder Strom oder wie auch immer. Energie, das war das Wort. Warum nicht Doppelboost in der Brauhafen statt Speedy? Weil einer der beiden Bonusse, die plus 2, kann man geben. Aber ich finde es auch cool, also daran wird es nicht scheitern, den zweiten Bonus von einer großen Persönlichkeit einer anderen Stadt zu geben. Unsere Leonie schreibt im Chat, ich dachte, ein Krieg gegen Portugal pro Stream wäre eine Tradition. Also das ist eher ein Krieg gegen die Römer, hat bei den Portugiesen Tradition. Aber von uns nicht, Stammzuschauer. Kann sich einer der anwesenden Stammzuschauer überhaupt daran erinnern, dass ich jemals, ich, Friedensfürst WB, irgendjemand überfallen hätte? Bei einem Singleplayer-Match hier oder bei irgendeinem Multiplayer-Event? Die Harmlosigkeit, die Gutmütigkeit, das Mahatma Gandhi-Tum in Person, mit anderen Worten euer WB. Habe ich jemals irgendjemand überfallen? Habe ich jemals irgendjemandem Gewalt angetan? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer von euch schreibt. Und falls es doch einer von euch schreiben würde, dann habe ich dich im Auge. Das hat Konsequenzen, wenn du mich der Gewalttätigkeit zeitigst. Ja, echt wirklich. Reißt euch im Riemen. Passt auf, was ihr schreibt. Ich bin die Friedfertigkeit in Person. So, die wollen Öl von uns haben und Tabak. Tabak können wir dem gerne geben, den Rest allerdings nicht. Einmal verkackt, das ist mir zu weh. Ja, komm, machen wir einmal. Ja, zurück.
Ich hätte mal eine Atombombe auf eine feindliche Stadt geworfen. Schreibt Pfeiffer im Chat. Leute, wir haben einen Bot im Chat. Ein Bot, der Unfug schreibt. Der hört auf den Namen Pfeiffer. Bitte Kammerjäger rufen. Ein Käfer muss entfernt werden. Unfassbar. Logi, vielen Dank fürs 21. Abonnement hier. Danke dir. Logi, danke. Bram sagt was anderes, meint Boys. Habe ich Bram mal überfallen? Habe ich Bram mal überfallen bei dem Multiplayer-Event? Ja, ich sage auch nur, meine Truppen ziehen nur vorbei. Ich glaube, das habe ich Bram auch gesagt. Die unkalkulierbare Variable im Krieg ist der menschliche Wille. Jetzt wissen wir, wo Uran ist, und da können coole neue Einheiten generieren. Wenn man die Zeitung nicht liest, ist man nicht informiert. Wenn man die Zeitung liest, ist man falsch informiert. Das brauchen wir alles nicht. Einmal gucken, wo wir es, in welche, da würde ich gerne hin zum Kommunismus. Oper und Ballett ist der Weg dorthin. Nee, dann müssen wir nicht gehen. Bringt uns zwei Gesandte, die wir nicht brauchen. Vier Runden hier. Also wir könnten mal für vier Runden, damit wir Einheiten aufleveln können. Allerdings würden wir uns ein bisschen ausbremsen. Wir können nur bis hier hinziehen und dann ausbremsen. Also ich würde schon gerne die Schiffe verbessern hier. Zum Unterseeboot. Ach komm, wir machen es mal. Für vier Runden eine Politikraterei nehmen. Dann würden wir hier, wir könnten die großen Wissenschaftler... Punkte hier unten und großen Ingenieurspunkte-Karte mal rausnehmen. Oh, ganz viel Produktion für den Bau von Wundern. Den hätte ich gerne. Den großen Ingenieur, der jetzt neu reinkommt. Den bekommen wir allerdings auch so. Ganz von alleine. Solange wir die Karte im Augenblick haben. Und große Wissenschaftler. Das wäre auch cool. 100 große Wissenschaftlerpunkte pro Runde. Da muss irgendwo ein Projekt durchgelaufen sein. WB ist der friedlichste WB, den ich kenne. Danke an Ori, sehr freundlich. Lass uns mal die Karte austauschen für vier Runden. Die geht raus und es geht raus die Einheitenverbesserungskarte. Hier. Ja? Die können wir mal kurz rausnehmen für vier Runden. Gehen rein mit der. Brauchen wir hier oben einen? Einmal rein. Neue Forschung bitte. Uran haben wir gerade aufgedeckt. Und Hochwassersperren. Das kann definitiv nicht schaden. Geothermiekraftwerke kann auch nicht schaden. Gold für Lager. Ich glaube, wir haben gar keine. Da würde ich eigentlich gerne hin. Hier vorne. Das gibt mir Nahrung für Fischerboote. Auch cool. Wir fangen aber hiermit an. Damit wir Hochwassersperren bauen können, um uns zu schützen vor der Klimaerwärmung. Weltklima ändert sich in 25 Runden. Ja, da sollten wir allmählich anfangen. Bad ist da. Jetzt roden wir uns einen Campus-Distrikt hier vorne. Der baut 5 Runden. Wir entfernen hier einmal das Holz. Bauen hier den Campus hin. 3 Runden nur noch. Sehr schön. Genau, das bezieht sich auf Jagdlager. Richtiger Hinweis. Auf die Modernisierung Jagdlager. Aber davon haben wir auch kaum welche. Jetzt könnten wir uns den vierten Gouverneurstitel holen. Oder wir gehen auf Pingala. Den wollten wir zur Raumfahrtinitiative bringen. Damit er in seiner Stadt, das ist hier vorne, nach Fertigstellung des Raumhafens, Raumhafenprojekte schneller durchführt. Die Frage ist... Wann kommt der nächste Gouverneurstitel? Und der kommt in 4 Runden. Das heißt, wir können problemlos auch hingehen und Moksha uns ernennen. Dann bekommen wir ja einen Zeitalterpunkt und haben vor allem die Möglichkeit, Moksha irgendwo hinzustellen, wo er dann 2 mehr an Annehmlichkeiten und 4 mehr an Wohnraum bringt. Da suchen wir uns eine coole Stadt für aus, wo das helfen würde. Das könnte Bologna sein. Istanbul kann es auch sein. Ja, kann man beides begründen. Ich glaube, Bologna wächst schneller. Andererseits haben wir hier nicht so viele tolle Geländefelder. Die wissen jetzt schon gar nicht, wohin mit den Bürgern. Wir nehmen Bologna. Istanbul. Weil hier kann man sich noch nach oben hin ausdehnen.
Das machen wir. Wegen des Wohnraums. Kann es sein, dass der sowieso nachher umzieht, wenn wir Island kolonisiert haben? Nikola Tesla? Ja, eine Aktion hier vorne durchführen. Und, liebe Leute, wünschen wir bitte weiterhin Jim Rayner gute Besserung von uns allen. Ist im Krankenhaus, ist nicht extrem dramatisch, ist nur unangenehm. Aber schon so, dass man jemand gute Genesung wünschen könnte und sollte unter einem Genesungsblumenstrauß überreicht. Sie parkt wieder hier vorne drin. Eisenbahn weiter ausbauen, das geht gerade nicht. Leute, da kommen Rockbands von den Portugiesen. Die müssen wir stoppen. Haben wir schon die Karte, mit der man Rockbands stoppen kann? Ich glaube, die haben wir noch nicht. Das ist eine Joker-Karte. Oh Leute, der geht mit irrem Tempo Richtung Kultursieg hier. Die Portugiesen? In irrem Tempo nicht. Die Portugiesen schicken schon Rockbands rüber. Einzige Möglichkeit, die zu stoppen, ist ein Krieg. Ich ahne etwas. Das könnte ja gleich in Mord und Totschlag gehen. Eisenbahn bitte weiter ausbauen. Erste Kriegsrufe im Chat. Freibeuterflotte. Ah, wir könnten sogar eine Armada hier bilden. Aber ich denke mal, die Flotte reicht. Einmal noch ein Feld vor, einmal befördern zum Unterseeboot. Da kommen wir mal zweimal. Kostet zwar ein Öl mehr, aber dann können wir die gleich zusammenfassen. Machen wir so. Dann zieht der Siedler rüber und runter. Und ihr fassen wir zusammen. Beförderung Schlachtruf. Hier die Beförderung gar keine. Mhm. Salpeter braucht keinen. Kein Gold mehr da. Einmal befördern, bitte. Eine Runde weiter. Kriegstrommeln werden im Chat angestimmt. Noch ein Linieninfanterist. Ach ja, das ist ja gut. Da können die ja verschmelzen. Ist kurz vor einer XP-Stufe. Irgendwie bitter. Mal trotzdem. Und eine Runde weiter, Leute.